Wie es sein muss, wenn man durch unglückliche Umstände von seiner ursprünglichen Familie getrennt wird, adoptiert von einer anderen wird, in einem anderen Land lebt und plötzlich aber irgendwann doch nochmal auf den Gedanken kommt, was ist eigentlich mit meinem echten Bruder und mit meiner echten Mutter wohl passiert? Darum geht es im Film Lion und darüber spreche ich gleich nach dem Trailer. Fangen wir damit an, woher du kommst. Kalkutta. Welches Viertel? Ich wurde adoptiert, ich bin nicht wirklich Inder. Gibst du mir das bitte nicht so an? Ja. Die Erinnerung kommt zurück. Auf Sarah, unseren wunderbaren Jungen. Wir sind sehr stolz auf dich, mein Sohn. Mhm. An ein Leben, das ich vergessen hatte. Sarah! Alles okay? Ich hatte eine andere Familie. Eine Mutter. Einen Bruder. Ich sehe noch ihre Gesichter. Was ist passiert? Idhar ja mat. Main kal ka kaam nipat ke aa jaunga. Guddu? Guddu? Ich muss wieder nach Hause finden. Wie lange warst du im Zug? Ein paar Tage. Ein paar Tage. Ein Leben reicht nicht, um alle Bahnhöfe Indiens abzusuchen. Hast du die geringste Ahnung, wie das ist? Wenn Tag für Tag mein richtiger Bruder meinen Namen ruft. Ich habe immer geglaubt, ich könnte unsere Familie zusammenhalten. Ich brauche dich, Saru. Was, wenn du dein Zuhause findest und es ist keiner mehr da? Suchst du einfach weiter? Ich habe keine Wahl. Wie war sie so? Wunderschön. Jede Nacht stelle ich mir vor, wie ich durch die Straßen nach Hause gehe. Und jeder einzelne Schritt mir vertraut ist. Ich flüstere ihr ins Ohr. Ich bin da. Bereits im Trailer merkt man ja schon so, okay, die fahren hier einen ziemlich krassen Cast gerade auf. Wir haben Dev Patel, wir haben Rooney Mara und wir haben Nicole Kidman. Aber allen voran möchte ich hier erstmal unsere kleinen indischen Darsteller wirklich hervorheben, die insbesondere so in der Einführung der Geschichte wahnsinnig intensiv spielen, sehr, sehr packend sind und auch wirklich emotionale Momente beim Zuschauer zulassen und fast schon fokussieren. Muss ich sagen, finde ich extrem gut, aber auch gerade so in dem anderen Teil des Films macht Dev Patel eine wahnsinnig glaubwürdige Figur. Rooney Mara, ja, muss ich sagen, so, das ist in Ordnung, wie sie es spielt, aber das nimmt mich jetzt nicht so mit. Dabei aber dafür eine Nicole Kidman, die offensichtlich nicht mehr so viel Botox im Gesicht hat. Das meine ich jetzt wirklich komplett ohne Häme, sondern eher freudig. Denn die Frau kann ja was und das merkt man eben jetzt auch hier in dieser Rolle wieder, dass sie hier weitaus authentischer, natürlicher wieder spielt, was eben jetzt auch durch die Gegebenheiten im Gesicht und Co. auch eher möglich gemacht wird. Also dementsprechend muss ich sagen, ist der Cast erstmal solide. Nicht alles finde ich total großartig, aber insbesondere die jungen Darsteller machen ihre Sache hier herausragend gut. Filme, die an für westliche Verhältnisse her exotischen Orten spielen und dafür zählt bei mir jetzt Indien definitiv mit dazu, muss man natürlich auch genau diese Welt mit bestimmten Kamerafahrten und einfach mit den gewissen Bildern einfangen. Das wird hier in Lion auch wirklich gemacht. An einigen Stellen muss ich auch sagen, schon ein bisschen too much. Dadurch, dass man eine gewisse Bildsprache wählt, die Musik dazu packt. Also
da badet man schon sehr, sehr, sehr in diesen Bildern und in dieser Sehnsucht nach anderen Ländern. Das ist mir an einigen Stellen schon ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das wirklich sehr intensiv eingefangen wird und vor allen Dingen auch optisch diese zwei komplett unterschiedlichen Welten auch entsprechend dargestellt werden, sodass man sich auch in die Figur noch besser hineinversetzen kann, weil man eben optisch das Ganze weitaus intensiver abtrennt, als man das vielleicht hätte tun müssen. Gefällt mir aber, weil ich das immer mag, wenn so zwei Dinge aufeinander prallen und man auch genau diese Reibungen alleine schon nur so in der Optik merkt. Deswegen Lion macht da handwerklich sehr, sehr vieles richtig, wenn an einigen Punkten manchmal auch zu sehr perfektionistisch gedacht. Bei vielen Filmen dieser Art, die natürlich auf einen ganz bestimmten emotionalen Kern anspielen, da denkt man sich oftmals, okay, der war jetzt in der Drehbuchphase auch sehr, sehr kreativ. Aber Lion, der basiert ja tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Und da wird natürlich immer so ein bisschen was ausgeschmückt. Aber der Kern der Geschichte, der ist so passiert. Und das ist irgendwie so aus heutiger Sicht völlig unglaublich, dass sowas möglich war oder möglich ist. Aber man versteht eben dadurch auch jetzt ein Land wie Indien, was halt riesengroß ist und die kulturellen Zusammenhänge einfach ganz anders sind und die Welt anders tickt, da stellt man schon fest, so okay, wow, das ist schon eine ziemlich heftige Angelegenheit. Das weiß leider aber auch der Regisseur und versucht das eben immer wieder zu fokussieren. Das ist dann eben nicht nur bei den handwerklichen Elementen, die ich eben schon angesprochen habe, sondern auch so in der Art und Weise, wie man es erzählt. Also der suhlt sich schon sehr gerne im Melodramatischen und im ersten Teil, der aus meiner Sicht ein bisschen zu lang geworden ist, weil ich diese ganze Dramatik und diese ganze Entstehungsgeschichte relativ früh verstehe. Da braucht man eben jetzt nicht noch mal 4, 5, 6 weitere Szenen zu sehen, so, ja, der kleine Junge, der liebt seine Mutter. Ja klar, liebt er seine Mutter. Also, das ist für mich jetzt erstmal gegeben. Gefällt mir aber trotzdem besser als so die zweite Hälfte, denn die suhlen sich da wirklich arg in den melodramatischen Elementen. Und wenn man das ein bisschen zurückgeschraubt hätte, hätte mir der Film insgesamt besser gefallen. Nichtsdestotrotz ist es ein starker Film mit einer wahnsinnig emotionalen Geschichte, die genau so fürs Kino geschaffen ist. Da kann man fast froh sein, dass dieser Familie das genauso passiert ist. Denn am Ende ist es eben eine Geschichte, die große Bilder braucht und auch eine große Leinwand. Dennoch, ein bisschen weniger Melodram hätte mir gut getan. Hätte meine Tränendrüse nicht sich die ganze Zeit so provoziert gefühlt. Ein Film, der toll gespielt ist, eine spannende Geschichte erzählt und gleichzeitig große Bilder bietet, ist natürlich auf jeden Fall ein Kinobesuch wert. Ich muss sagen, dass dennoch am Ende und gerade insgesamt eigentlich in der zweiten Hälfte mir zu oft auf die Tränendrüse gedrückt wird. Da fühle ich mich eben provoziert und das mag ich jetzt nicht so sehr. Dementsprechend gibt es dafür für dieses leicht plakative doch ein bisschen Abzüge, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wer von dem Trailer sich angesprochen fühlt, wird definitiv im Kino nicht enttäuscht werden. Das ist doch auch schon mal was. Von mir gibt es 7 von 10 Punkten für den Film Lion. So, und wer jetzt noch was anderes in die Arthouse-Richtung im Kino sehen möchte, den empfehle ich Jackie oder Hidden Figures. Da gibt es auch Reviews. Klickt da gerne drauf und erfreut euch. In diesem Sinne sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. Macht es gut und adieu.